Jetzt wieder aus Sam Adams und heute machen wir mal eine Telefonverarsche. Würde ich sagen, los geht's. Wir rufen bei einem netten Hotel an. Ah, machen wir ein bisschen auf Lautsprecher, damit ihr alles hört. So. Hotel im Smile City, mein Name ist Silo, guten Tag. Hallo, hier ist der Marcel David. Ich bin nicht bei Hotel gelandet. Okay, denn ich habe da eine. Ich kann nicht so gut Deutsch, verstehen Sie mich? Ja. Okay, ich war letztens bei Ihnen im Hotel 3 Tage lang und habe da Frühstück und Abendessen gegessen. Ja. Und da, ich bin ja, ich vertrage nicht so Laktose. Und Sie haben mir gesagt, da liegt keine Laktose in Essen. Aber ich hatte Durchfall und musste übergeben, nachdem ich gegessen habe. Und ja, können Sie mir was dazu sagen? Kleinen Moment, bitte. Okay. Längst eingeschlafen. Einen Moment, Leute. So. Dürfte gleich wieder jemand kommen? Stilles Einschlafen ist in den Ibis Hotels sehr angenehm. Sonst ist auch das Aufwachen. Verarschen mich gerade. Ne, was ist? Bis 12 Uhr mittags erwartet sie. Ihr konntet ja einfach vorspulen. Ah, es geht weiter. Hallo. Guten Tag. Marcel Davis, mein Name. Oh Scheiße, das geht doch nicht weiter. Bla. Ich will jetzt nicht dazwischen reden, wenn er wieder anfängt zu labern. Hotel Ibis, mein City, Rehbein, guten Tag. Guten Tag, Marcel Davis, mein Name. Ich war die letzte Wochenende bei Ihnen, 3 Tage lang. Oh, verstehen Sie mich? Okay, weil ich kann nicht so gut Deutsch, ja. Naja, sprechen Sie, wenn ich was verfrage, dann... Okay, okay. Wenn ich was nicht verstehe, ne? Ich habe Essen bei Ihnen morgens und abends gegessen. Aha. Und ich vertrage keine Laktose, Zucker von die Milch. Aha. Und, der Koch hat gesagt, keine Laktose in der Essen. Aber nach dem Essen hatte ich Durchfall und musste übergeben. Aha, okay. Und da wollte ich fragen, was in diesem Brei drin war. Sie müssen wissen, was da drin war. Für die Arzt. Was haben Sie denn gegessen? Also diesen Reisbrei mit Gulaschsoße. Also ein Reisbrei mit Gulaschsoße? Ja. Und da... Das sah mit Milch verdünnt aus. Und das haben die bei uns an der Bar bestellt, oder? Nee, bei dem Buffet. Beim Frühstück? Nein, beim Abendessen. Wir hatten am Wochenende kein Abendessen. Ich hatte aber Abendessen. An unserer Hotelbar. An eurer Hotelbar. Alles klar, und macht es Ihnen was aus, wenn Sie bei FFH gelandet sind, vor hunderttausenden Zuschauern? Oh nee, nicht schon wieder, das möchte ich nicht, dass Sie das senden. Nein, das dürfen Sie nicht senden. Okay, dann lassen wir es für Sie. Wir sind raus, wir sind aus. Bis bald, euer Simon Adams.